Wie oft hört man von Fitnesstrainern, hey, mach doch mal die Übung richtig, sonst verletzt du dich. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass die Verletzung meist einen ganz anderen Ursprung hat als die eigentliche Übungsausführung und dass es mal gar nicht so schlimm ist, wenn man mal eine Übung falsch ausführt und dass es aber etwas anderes gibt, was schlimm sein kann und langfristig zu Problemen führen kann, wir Trainer aber oft machen. Und wenn du die Antwort auf all die Fragen hören möchtest, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Also, wenn wir über das Thema Verletzungshäufigkeit beim Training sprechen müssen, ist erstmal wichtig zu wissen, dass der Körper grundsätzlich robust ist. Ja? Internationale Wissenschaftler bestätigen das immer wieder in verschiedenen Studien und sagen eben, der Körper ist robust und man sollte keine Angst davor haben, sich zu bewegen. Und auch das Geo-Magazin spricht zum Beispiel davon, dass die Wirbelsäule sehr robust ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier 20 Kilo, ja, so eine 20 Kilo Scheibe hier mit rundem Rücken aufhebe, dann wirken Belastungen auf die Bandscheibe, die einer Belastung von ungefähr 300 Kilo ähneln. Und theoretisch würde die Wirbelsäule sogar bis zu 1,5 Tonnen aushalten können. So robust und belastbar ist die Wirbelsäule. Und eine andere Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass zum Beispiel Bandscheiben, wenn man sich bewegt und wenn man trainiert, eben nicht degenerieren oder nicht schwächer werden, sondern dass diese auch stärker werden. Zum Beispiel haben Sportler, zum Beispiel Basketballer oder Fußballer oder auch Schwimmer, hypertrophierte Bandscheiben. Ja? Und das sind alles Hinweise darauf, dass der Körper robust ist und dass wir nicht gebrechlich sind. Und das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, wenn wir über das Thema Körper und Verletzungen beim Training sprechen. Die nächste Frage, die sich dazu stellt, ist natürlich, okay, gibt es irgendwelche Statistiken, die aufzeigen, wie oft man sich im Fitnessstudio durch den Fitnesssport verletzt? Und ja, die gibt es, und da habe ich mal zwei mitgebracht. Einmal hier von Mark Ripto in diesem Buch hier. Ja, da ist hier zum Beispiel so eine Tabelle und da steht zum Beispiel drin, wie oft man sich verletzt pro 100 Stunden Aktivität. Ja, ich blende es euch auch noch mal kurz ein und da sieht man eben ganz klar, dass Fußball hier auf Platz 1 ist, Rugby auf Platz 2 mit 6,2 und 1,9 Verletzungen. Ja, und ganz unten ist Kraft, Dreikampf und Gewichtheben mit 0,0008 Verletzungen pro 100 Stunden Aktivität. Ja, das heißt, hier diese Statistik zeigt schon mal, dass eben man sich beim Kraft-Dreikampf zum Beispiel nicht so oft verletzt, wie zum Beispiel beim Fußball. Und beim Fußball denken ja viele immer, ja, das ist eine ganz normale Sportart, die Jungs sollen schon Fußball spielen, ja. Aber Fitnessstudio, oh nein, im Fitnessstudio muss man aufpassen, dass man sich nicht verletzt, ja. Eine andere Statistik habe ich euch auch noch rausgesucht, eine andere Studie. Und zwar, dort hat man eben 3,7 Millionen Sportler untersucht und 30.000 von denen haben sich verletzt, ja. Und hier war es zum Beispiel so, da hat man dann geschaut, okay, wie viel Prozent der jeweiligen Sportler der Sportart haben sich in dem Beobachtungszeitraum verletzt. Und da war es auch wieder so, zum Beispiel Rugby, da haben sich 10% der Sportler ungefähr verletzt, beim Basketball 4,6% und darunter kommen zum Beispiel Bergsteigen, Radsport, Volleyball, Handball, Fußball, sogar Badminton und erst dann kommt Gewichtheben mit 0,79%, wie viele Leute sich davon eben verletzt haben, von denen, die an der Studie teilgenommen haben und die Gewichtheben durchgeführt haben. Also auch hier sieht man wieder, dass eben das Gewichtheben oder das Training im Fitnessstudio einfach nicht so verletzungsanfällig ist, beziehungsweise dass die Verletzungen nicht so häufig auftreten und es mag vielleicht auch daran liegen, dass wir eben hier einfach keinen Körperkontakt haben, dass es hier nicht um schnelle Richtungswechsel geht, dass uns hier keiner reingrätschen kann, sondern dass wir einfach hier kontrollierte Bewegungen ausführen, die einfach nicht so ein hohes Verletzungspotenzial haben, wie zum Beispiel solche schnellen Spiel- und Ballsportarten. Und von meiner subjektiven Erfahrung möchte ich dir auch noch kurz erzählen. Und zwar in den 7 Jahren, in denen ich als Trainer gearbeitet habe, habe ich viele Leute gesehen, die Übungen eben falsch ausgeführt haben, aber sehr wenige haben sich davon wirklich ernsthaft verletzt. Ich kann mich an 3 Verletzungen erinnern. Einmal Military Press Schulter ausgekugelt, dann einmal beim French Press die SZ-Stange auf den Kopf gefallen, kleine Platzwunde. Und das dritte Mal war, dass sich jemand hier Kreuzheben gemacht hat, der hat sich kaum aufgewärmt, hat sehr schnell viel Gewicht bewegt und das dann dazu geführt, dass der Beinburger irgendwie gezerrt oder gerissen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da los war. Aber das waren so die 3 Verletzungen, an die ich mich erinnern kann. Aber trotzdem habe ich viele Leute gesehen, die die Übung falsch ausgeführt haben, wenn es überhaupt eine falsche Ausführung wirklich gibt. Ja, also da ist auch wieder eine ziemlich große Lücke zwischen diesen beiden Geschehnissen sozusagen. Und wie sieht es bei mir selber aus? Ich trainiere auch schon seit 10 Jahren. Wie oft habe ich mich verletzt? Genannte 2 Mal, an die ich mich erinnern kann. Einmal, das war richtig dumm, ja, da bin ich einfach hier lang gegangen und bin hier einfach gestolpert und dann hier umgeknickt, also Außenband. Und das andere Mal erzähle ich dir gleich noch. Und was ist denn jetzt überhaupt eine Verletzung verantwortlich, wenn wir jetzt schauen, okay, wenn es nicht die Übungsausführung ist, was ist denn dann? Welche Faktoren spielen denn dann noch mit rein? Und zwar können es viele Faktoren sein, zum Beispiel Schlaf, wie konzentriert bin ich gerade, werde ich gerade abgelenkt, ja? Natürlich auch das Warm-up spielt da wahrscheinlich mit rein. Oder zum Beispiel, wie ich mich ein anderes Mal verletzt habe eben, dass ich eben schon Rückenschmerzen hatte, einfach einen unspezifischen Rückenschmerz und dann eben Kniebeugen, Kreuzheben gemacht habe mit meinen ganz normalen Gewichten und dann hatte ich halt so einen richtig stechenden Schmerz und habe mich da verletzt und das hat auch mehrere Tage angehalten. Das war nicht so schön, ja. Aber das war eben die 2. Verletzung in meinen 10 Jahren, in denen ich selber trainiert habe.
Und das bedeutet, wir können einmal festhalten jetzt, erstens, der Körper ist robust, zweitens, Verletzungshäufigkeit ist relativ gering beim Gewichtheben oder beim Kraftsport und drittens, dass man sich nicht gleich verletzt, weil es eben noch andere Faktoren gibt, die zu einer Verletzung führen können. Und vorhin habe ich aber gesagt in der Einleitung, dass es eine andere schlimme Sache gibt, die wir Trainer oft machen. Und welche das ist, das verrate ich dir jetzt. Denn wir müssen als Trainer einfach aufpassen, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren. Wenn wir die ganze Zeit nur sagen, hey, hier müssen wir besonders aufpassen, hey, sei besonders vorsichtig, sonst verletzt du dich, der Rücken muss dir immer gerade sein, das ist ganz wichtig, sonst verletzt du dich, all das kann eine Kinesiophobie fördern. Was ist das schon wieder? Das ist einfach eine Angst vor Bewegung. Und das führt eben dazu, dass sie sich eben vielleicht weniger bewegen oder einfach Angst vor dem Training haben, dass sie sich verletzen, obwohl ja ihr Körper, wie gelernt, eigentlich robust ist und obwohl die Verletzungshäufigkeit sehr gering ist. Sie denken zum Beispiel dann auch vielleicht das nächste Mal, wenn sie Schmerzen haben, ja, vielleicht habe ich beim letzten Training irgendwas falsch gemacht, beim nächsten Mal mache ich wieder weniger Gewicht oder ich gehe gar nicht mehr hin. Und all das ist natürlich nicht positiv, weil das Training ist sehr gut. Ja? Das körperliche Training hilft, das ist wissenschaftlich hundertprozentig bewiesen und auch Bewegung und Aktivität hilft. Und Bewegungsmangel und Inaktivität sind langfristig viel, viel, viel schlimmer, als wenn wir meine Übung vielleicht nicht 100% richtig ausführen. Das bedeutet, schaut immer darauf, dass ihr die richtigen Worte wählt, dass die Leute keine Angst vor Bewegung entwickeln und dass sie sich einfach bewegen, weiter trainieren und Spaß am Training haben. Das ist besonders wichtig. Ja, und wenn du auch eben ein guter Trainer sein möchtest, der genau solche Dinge, die ich gerade gesagt habe, immer beachtet, dann schau doch gerne mal bei der KF-Akademie vorbei und sichere dir zum Beispiel mal einen kostenlosen Demo-Zugang für eine unserer Ausbildungen. Dann kannst du einfach mal in unsere Ausbildung reinschauen und kannst erfahren, wie du ein sehr guter Trainer wirst. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis zum nächsten Video. Ciao.